Dann müsst ihr Dagon töten. Bringt mir dazu aus beiden Gemeinden Objekte, die Harmonie symbolisieren. Ich bin bald wieder da. Hinweise über die Natur dieser Objekte findet ihr an der Statue. Okay. Gut, machen wir. Ja? Herrin, ihr seht bedrückt aus. Manchmal sehe ich die Zukunft, Hexer. Das Schicksal hat seine Fäden um einen Hexer gesponnen. Sein Pfad führt in eine dunkle Zukunft, in Traurigkeit und Schmerz. Ich möchte ihm helfen, zu überleben. Wer ist es, Herrin? Ihr oder Berenga? Sprecht mit ihm. Und möge einer von euch des Schicksals Faden aufnehmen. Ich werde mit Berenga sprechen. Ja? Okay, die gibt mir einiges an neuen Aufgaben, ne? Herrin, ihr habt mir eine Aufgabe gegeben. Ich habe Geschenke von Menschen und wurde ja neu erwartet. Ja? Einer noch. Herrin, wo kann ich den Vodjanoi-Priester finden? Bei meinem Altar am Ufer. Aber manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons. Verstehe. Ja? Das war's, Madame. Hallo, Paldaron und Mystisch. Nee, noch nicht ganz. Dafür habe ich ein volles Inventar. Questions? Gut. Alles klar, wir holen uns jetzt mal ein paar Basilisken-Thingies. Hi. Wow, das sind ein bisschen viele. Das ist sowieso das falsche Schwert. Na. Komm, drauf. So sieht's aus. Okay. Das ist wohl wahr, das ist tatsächlich nichts Neues. Ich glaube, hier sind Questgegenstände dabei. Yes, da ist auch noch zwei Basilisken. Ja, halt doch mal die Fresse jetzt. Gut, dass der eine darauf wartet, dass ich den hier kalt gemacht habe. Dann ist ja gut. Bam, burn, bitch. Wir hatten doch einen Basilisken-Auftrag, oder? Bin ich jetzt komplett verpeilt? Der wirkt mir ein bisschen verpeilt, der Junge. Ja, eindeutig. Okay. Der Basilisk-Vertrag. Ja, okay, gut. Also, Julian hat's erledigt. Nehmt trotzdem natürlich alles mit. Kreis des letzten Tropfens. Okay. Grundstoff für Tränke. Grundstoff. Yeah, awesome. So muss das. Okay, das haben wir erledigt. Dann haben wir noch den Alpvertrag. Die Chitin-Exoskelette, die Verschlinger. Einiges eigentlich, ne? Berengars Geheimnis. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, Kreis der Elemente. Ja, wir könnten uns ja mal noch ein bisschen weiter hier auf der Insel umgucken. Nur so gefühlt. Sollten wir das vielleicht mal tun?
So ein bisschen. Wyvern! Königswyvern. Haben wir dafür einen Vertrag? Muss ja nicht unnötig Zeug hier killen, wenn ich es nicht brauche. Irgendwie haben wir keinen Wyvern-Vertrag. Dann werde ich den jetzt auch nicht angreifen. Ist ja totaler Bullfuck. Okay, aber ich komme sonst nicht an ihm vorbei, ne? Gehen wir mal dahinter. Away. Aber auch hier komme ich eigentlich nicht weiter. Ich will den eigentlich nicht angreifen. Schauen wir mal. Weil warum töte, wenn nicht nötig? Ja, normale Wyvern. Wyvern, wie sie es so schön nennen. Aber ich glaube, Wyvern ist die richtige Aussprache, oder? Sehe ich das falsch? Okay, hier geht echt nur Wyvern-Party. Alles klar. Haben wir denn jetzt eigentlich Verträge? Berengar, ja gut. Wir gehen mal zu Berengar. Beziehungsweise zum Priester. Wie gesagt, am Altar finde ich Hinweise. Dann gehen wir da jetzt zuerst mal gucken. Ist das der Wellenvertrag eigentlich? Yep. Okay. Goodie. Auf zum Schieb. Schieb. Oh, scheiße, Geralt. Geht das? Ja, gut. Und wir fahren zurück. Yo. Und der Fischer. Kann ich jetzt nochmal mit ihm reden, oder was? Hi. Ich suche einen Vodjanoi-Priester. Oh. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich habe unfreundlich aussehende Vodjanoi am Ufer gesehen. Haben die den freundlichen Priester vertrieben? Dann hoffe ich, dass sie ihn nicht für immer verschreckt haben. Passt auf euch auf. Da ist er doch. Da ist er doch noch. Und das kleine Scheißkind auch. Wo ist Alvin? Ah, da. Ah. Wo ist meine Katze? Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Zum Beispiel? Der komische Fischmann ist wieder da. Diese bösen Fischleute haben vom Altar der Herrin gegessen. Ekelhaft. Der Vodjanoi-Priester ist zurückgekehrt. Ich muss mit ihm reden. Danke, Bisch. Das habe ich schon von Weitem gesehen, dass der wieder da ist. Scheißkind. Echt mal. What? Da ist er wieder. Der ist so cool. Ich mag den. Der ist voll süß. Hallo, Priester. Reden. Gol, wohl, Tal hol. Ich habe Berengars Auftrag übernommen. Erzählt mir von diesem Konflikt. Wir unter Wasser leben, tief im Wasser. Wir lieben Herren, aber nicht alle lieben. Viele Dagon lieben. Herren verlassen. Sie Menschen töten. Hoffe, euer Schwert weglebt, Dagon. Ich Lohn geben. Verstehe. Großdumm Preis Kuh im Dorf. Dagon kommt für sie. Ihr Dagon wegleben, wir geben groß Lohn. Etwas Schwert, etwas wundervoll. Ich soll die Kuh als Köder für Dagon stehlen? Ihr großdummen Preiskuh auf Altar wegleben. Dagon kommen aus Tiefe. Ich soll sie auf dem Altar opfern. Oh. Menschenopfer? Uralaulol. Lol, genau. Die Herrin des Sees möchte gern bei der Lösung des Konflikts helfen. Leoraul, was sein? Die Herrin des Sees möchte, dass Vodjanoi und Menschen friedlich zusammenleben. Da sollte man ihre Lieblingskuh nicht töten. Aber trotzdem, Dagon muss wegleben. Darum kümmere ich mich auch. Aber dafür müsst ihr mir etwas geben. Großdumm Paisku, besser Idee. Doch gehorsam zur Herrin ich muss. Ihr wählt.
Was für ein goldenes Kalb. Das goldene Kalb. Aber nur so gefühlt. Ich hoffe, das passt. Dann wegleben Julian. Nein. Okay. Warte mal, wo sagt er, wo ich hin soll? Boot, lol. Wotjan, lol. Also soll ich jetzt mit der Herrin schon wieder reden? Okay. Gut. Whatever you say, dann fahren wir halt nochmal rüber. Good game, good game. Außerdem habe ich schon wieder ein Level up. So, Bod. Witchmolol heißt doch Hexer auf deren Sprache, ne? Witchmolol. Alrighty then. Ich denke, dass das Kalb hier das Richtige ist. Ich bin mir nicht sicher. Nur hatte sie was vom Altar erwähnt, also müsste das eigentlich stimmen. Hi. Ja? Herrin, sind dies die Gegenstände, die ihr wolltet? Versucht es nochmal, Hexe. Na gut. Zurück zu Julian und dem Priester. Witchmolol. Warum gibt die mir denn aber auch keine Hinweise, die olle Kuh? Da muss ich von Julia nochmal was nehmen, ja. Gott, das könnte jetzt eine Weile dauern, ne? Vielleicht hätte ich ihr besser zuhören sollen, verdammt. Wo Julian? Da war doch was. Ich muss Julian aufsuchen. Okay, und dann können wir auch gleich Berengar nochmal aufsuchen. Passt ja alles. Solch ein Zufall. Vielleicht sollte ich die Straße aufsuchen, nur so gefühlt. Ja, das sieht aus, als wäre es der richtige Weg. Oder? Jawohl, das passt. Da ist noch die Leiche. Alvin? Little shit. Scorn. Berengar? Da. Ja? Habt ihr mit der Herrin des Sees gesprochen? Göttinnen sprechen nicht mit einfachen Sterblichen. Verschont mich mit eurem Sarkasmus. Also, was für bedeutsame Weisheiten hat die hiesige Göttin preisgegeben? Aber werdet bitte nicht zu mystisch. Sie sprach von Schicksal. Das Schicksal interessiert mich nicht. Aber wenn ihr den Helden spielen wollt, nur zu. Ich helfe euch sogar. Wisst ihr, ich habe euch letztens nicht die ganze Wahrheit gesagt. Was? Was? Die Salamandra haben mich doch gezwungen, ihnen einige Formeln zu verraten und mich ein paar Tests unterzogen. Ich erhob keine Einwände. Sie bezahlten mich gut. Warum? Ihr wisst warum. Ich wollte heiraten, Kinder haben, Freunde, ein normales Leben führen. Die Hexe haben mir diese Chance genommen. Das sollte euch bekannt vorkommen. Die Menschen hassen mich und werden bleich vor Angst, wenn sie mir in die Augen sehen. Und die Kinder. Sagt mir, was ist der Unterschied zwischen eurem geliebten Kaer Morhen und einem Labor der Salamandra? Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, dass ich besser bin als ihr. Geht. Schon allein euer Anblick erfüllt mich mit Widerwillen. Ich fange an mir selbst zu zweifeln. Lebt wohl.